Ich darf als nächstes eine ganz wundervolle Dame zu mir auf die Bittebühnen. Sie ist geboren in Ukraine, hellsichtig, hellfühlig und mit der besonderen Lebensaufgabe betraut, uns Menschen das urvedische Wesen und Wissen und damit das magische und heilende Erbe unserer Ahnen wieder näher zu bringen. Heute spricht sie mit uns über Heilung. Und ich bin ganz gewiss nicht allein mit meiner großen Vorfreude auf die vielen heilenden Impulse. Es ist Tilo, Duch, I Dusche mit Körper, Geist und Seele, Jana Iger. Grüße euch alle. Vielen Dank für die Ankündigung. Es ist schön, wieder hier zu sein und euch zu sehen. Ich glaube, dieses Thema Heilung ist jetzt sehr aktuell. Viele Menschen suchen Heilung, wollen Heilung haben. Und ich bin sehr gut natürlich in russischer Sprache. Und bei uns in Russland heißt Heilung Исцеление. Und was bedeutet dieses Wort? Das ist eigentlich, dass ihr versteht, dass es sehr tief bedeutende Sprache ist, eigentlich das alte vedische Sprache, die hatte 150 Zeichen in sich. Es bedeutet, das Alphabet war so dermaßen verkürzt, dass die Schwingung und die Wörter haben komplex sich verändert und die Bedeutung von den Wörtern natürlich haben nicht die Kraft und Macht. Jeder Buchstabe bedeutet es so viel, dass mit alleinem Klang könnte ein Mensch heilen, sich selbst heilen, in dem Sinne, dass er das ausgesprochen hat und gespürt hat. Und deswegen diese Исцеление bedeutet im Russisch ganzheitlich zu sein. Und ich weiß, dass viele Menschen hier im Saal und überhaupt auf der ganzen Welt suchen nach Impulsen, nach Wissen, nach Informationen und die suchen, die bekommen die. Und für mich, so ich, wie ich das sehe, wie ich das wahrnehme momentan, ich sehe sehr viel konsumierte Informationen bei den Menschen. Ich kriege mit, dass die viele Menschen einfach überfordert sich selbst mit Informationen und kommen nicht ins Handeln. Und beim Heilen bedeutet das Wichtigste überhaupt, bei sich zu sein. Und ich glaube, dieses konsumierte Information steht Menschen auf dem Weg und hindert sie richtig, sich selbst zu erfahren. Es ist Protext, weil ich stehe selber auf der Bühne, spreche mit euch und möchte gerne mit euch kommunizieren, bringe Informationen und versuche euch das Gegenteil jetzt zu sagen. Aber ich seit mehreren Monaten bin überzeugt, in dem ganzen Information, was ich von mir bekomme, dass jeder Mensch soll bei sich bleiben. 100%. Die heilende Kraft kommt jetzt aus jedem einzelnen Mensch, aus Innerem. Und es bedeutet, ich bekomme das Ganze in Weisheit. Ich bekomme Hilfe, ich bekomme Energie nur von mir. Wenn ich versuche, mich anweisen an irgendwelche andere Quelle, verliere ich mehr, als ich bekomme. Und das ist die Impulse, wenn jemand beispielsweise bei sich anfängt und bei sich ändert, bin er in die richtigen Hände, bin er auf dem richtigen Weg. Und ich möchte jetzt nicht so große Vortrag halten jetzt für euch. Ich möchte gerne, dass ihr jetzt mit mir zusammenarbeitet und macht. Weil in einer Stunde gehe ich und dann bleibt euch wieder dieses Information und was mache ich, wo beginne ich, wo ende ich. Danach weiß vielleicht diejenige gar nicht genau, wie kann ich mir selber helfen. Deswegen für ein paar Sekunden schließt ihr eure Augen und versucht ihr so richtig rein tief in sich reinzugehen und fragt ihr, bin ich überhaupt hier anwesend? Bin ich wieder bei mir oder höre ich
mit meinem Verstand, mit Kopf, versuche die Informationen alle speichern in diesem Bereich, aber gar nichts wahrnehmen mit meinem ganzen Wesen. Deswegen schließt ihr die Augen bitte und fühlt ihr euch. Richtig fühlen. Einfach fühlt ihr komplett sich von innen. Versucht ihr Füße gleichzeitig mit den Händen zu fühlen. Mit dem Bauch, mit dem Kopf. Und dann, wenn ihr Augen aufmacht, jetzt möchte ich gern mit euch zusammen einfach Austausch machen. Das ist, das glaube ich, das Beste. In dem Sinne, was ich sage, bleib bei dir, ist alles gesagt. Und dafür sollte man Mut haben, bei sich zu sein. Es ist eine riesige Herausforderung für meistens Menschen, 100% der Fokus bei sich zu bewahren. Und wie mache ich das? Wenn ich beispielsweise eine Mama mit kleinem Kind, wie kann ich Fokus bei mir aufbewahren? Ganz einfach. Alles, was ich mache, jetzt und hier, mache ich für mich. Wenn ich mein Kind begegne, begegne ich mich und fühle, wie ich mich anfühle, wenn neben mir meine Tochter ist. Ich versuche nicht gute Mama zu sein, ich versuche ich zu sein in diesem. Und ich versuche nicht, ich bin in diesem Moment ich. Und das ist genau das, was jeder von uns machen kann. Wenn jeder im Spiegel schaut und anschaut sich, dann fühlt ihr ganz genau diese tiefe Verbindung zu sich. Wenn einfach reinschauen und fragt, wer bin ich bereit, dieses Wesen auch hier anzunehmen, immer, egal wie mir jetzt geht. Und wenn du bereit bist, dich komplett anzunehmen, ganzheitlich, auch dein physischer Körper, weil es das, was du geschafft hast. Ich verrate euch nichts Neues, wenn ich sage, Alterungsprozess, das ist Krankheit. Es gibt keinen Alterungsprozess, das ist nicht normal. Wenn du alterst, wenn du mitbekommst, dass es dein physischer Körper nachlässt, die Energie, dann läuft etwas nicht richtig. Dann verlierst du die Energie. Dann bedeutet, Energie fließt da, wo nicht sein soll. In meiner Kultur heißt, es gibt keine Krankheiten, es gibt staunende Energie. Alles ist immer in Bewegung. Ganze Energie ist in Bewegung. Jedes kleines Kind in Bewegung, die kann nicht still sitzen, kann nicht still auf einem Platz sitzen oder liegen. Die versucht immer bewegen. Aber was passiert mit den älteren Menschen? Die sitzen, die liegen, die bewegen sich weniger. Was passiert mit dem physischen Körper in diesem Zustand? Ganz einfach, die bekommen nicht die Impulse, um etwas zu produzieren, wofür er soll sich erneuern, wofür er soll jung bleiben. Und deswegen, das wichtigste Voraussetzung, wenn ich bin, was will ich für mich? Man muss klare Fragen an sich selbst stellen. Was will ich in diesem Leben? Was will ich jetzt? Und das tun. Das tun, wofür ich Freude habe. Wofür ich Spaß habe. Ich möchte gar nicht über Krankheiten sprechen, weil natürlich habe ich die Gabe, Energie von den Menschen rauszunehmen und helfen ihm mit Krankheiten. Aber das ist nicht meine Aufgabe hier. Ich kann euch Impulse geben und deuten darauf, dass du das selber machen kannst, wenn du willst. Aber wenn ich Energiebeispiel von den Menschen nehme, und das trifft alle Heiler, trifft ihr sehr schreckliche Ende am Schluss. Die mischen sich da, wo nicht einmischen sollen. Du hast das, was du gewählt hast. Und wenn dir das jetzt nicht gefällt, es gibt einen anderen Weg. Ende komplett, jetzt alles. Verende, habe dieses Mut, aus Liebe zu sich selbst verändern. Und ich sage jetzt nicht nur Plus Wörter,
Ich sage Tatsache, ich habe sehr viele Menschen erlebt, welche ihr Leben verändert haben. Die haben sich verjüngt und alles hat regeneriert. Und ich habe wiederum andere viele Menschen kennengelernt, welche gejammert haben, Ausrede mehr gebracht und aber gesagt. Und darum es geht. Wenn du den Mut hast und Liebe zu dir selbst, findest du dieses Mut und gibst einfach alles, Leben anzufangen und sich selbst zu erleben. Weißt du, was Schreckliche ist? Ich sehe sehr viele Menschen, aber ich sehe dieses Mensch nicht. Die meisten Menschen spielen eine Rolle. Und das kriegt ihr auch bei den Kindern. Also die Kinder kriegen das alles mit, wo es weh ist, echt weh ist, einfach künstlich. Und jetzt kannst du auch jetzt am Tinsenplatz dich fragen, bin ich selbst oder spiele mir etwas vor? Wenn ihr sagt, ich bin gesund, spiele ich mir etwas vor oder bin ich richtig voll fit und voll harmonisch ausgeglichen? Fragt ihr euch, habt ihr dieses Mut? Weil außer mir wahrscheinlich tritt niemand euch im Hintern und sagt, beweg dich. Meistens würden schön reden und sagen, es wird schon, es passt schon, nimm das, kauf dieses Produkt, kauf das Produkt. Aber was bringen diese ganzen Produkte? Nur ganz kurze Erleichterung, aber dann gehst du wieder in andere Position, Niederlage und dann erlebst du wieder etwas. Manche Menschen trifft gleich gesundheitlich, andere Menschen trifft finanziell. Aber wenn bei dir auf irgendwelche Gebiet die Harmonie nicht existiert, verlierst du Energie. Wo ist sie? Die ist da, wo du richtest deine Aufmerksamkeit. Die ist einfach nicht bei dir. Und egal, womit du dich beschäftigst, diese Aufmerksamkeit soll hier und jetzt sein bei dir. Das ist alles Ablenkung. Ich kenne, meine Oma hat mir Folgendes gesagt, lieber glauben als nicht glauben. Ich habe damals als Kind das weniger so verstanden, aber jetzt weiß ich ganz genau, die glaubte im einfachen Diener, die wusste nicht vieles, wie es heißt, wie kann man das erklären, aber die lebte so einfach, so natürlich, die war so selbst in dem, was sie lebte, das ist unbeschreiblich schön, das kann man mit Wörtern nicht sagen. Und dann wiederum sehe ich Menschen, welche spielen so ein Spiel, ob denen Leben ist wunderschön, aber in Wirklichkeit leben die nicht ihr Leben, die leben sich nicht. Lebt ihr euch jetzt? Antwortet euch. Lebt ihr euch wirklich? Macht ihr jetzt 100% das, wofür ihr da seid? Und wenn nein, habt den Mut, das zu verändern. Weißt ihr was? Ich habe im Leben so viele Niederlagen erlebt. Und ich musste sehen, wie kann das Leben einfach alles ausschalten, im Moment. Vielleicht hast du morgen keine Möglichkeit, dich zu leben. Und man kann Leben jetzt anfangen oder nicht. Was ihr braucht, nur Glaube. Glaub an dich selbst. Das ist viel einfacher als nicht glauben. Das ist doch, wie kann ich an jemanden mehr glauben als an mich selbst? Wer hat mir da etwas angeprägt, mein Schädel? Und wer hat diese falsche Information gesetzt, dass jemand weiß oder fühlt mehr als ich selbst über mich selbst? Das ist Lügner. Das ist nicht die Wahrheit. Und viele kommen jetzt auch mit den Kindern, für die Kinder da. Aber wenn ihr euch selbst nicht leben könnt, wie können unsere Kinder sich leben? Wir sind Vorbilder. Egal wer sagt, die schauen ab. Genau wie wir abgeschaut haben bei unseren Eltern.
Und darum es geht. Wollt ihr gesund sein? Wollt ihr komplett losbringen, das, was euch nicht gefällt? Ganz einfach. Seid ihr das? Was braucht unser Körper? Das sind ein paar Faktoren, wenn wir mit Respekt und mit sag mal, Weisheit oder einfach umzusetzen, ist dann alles erledigt. Erstes, was du brauchst, Ruhe. Du brauchst wie möglich mehr Stille. Keine Musik, keine Information, weniger Ratschen, Quatschen, sondern mehr Stille. Dann beginnst du, sich selbst zu hören. Zweites, was wir brauchen, betrachtlich unsere physische Körper. Wenn ich ihn immer erschaffe, und das tue ich, jeder Mensch erschafft jedes Moment aufs Neue seine jede einzelne Zelle, dann muss ich sagen, okay, wenn es ganzheitliche Harmonie, das ist, wenn es hin und her alles laufen sollte, energetisch gesehen und Flüssigkeitform, weil unser Körper, es ist über 90% entsteht aus Wasser, es bedeutet Informationen, es bedeutet, es muss fließen hin und her. Was braucht dann Körper? Eine Energie, die braucht gute energetische Ernährung, volle Wiedererkenntnisse und Zurückgehen und Vertrauen zu der Natur, Auskenntnisse mit Wald, mit dem Kräuter, das ist nicht schwer. Ihr wisst selber, es gibt so viele Bücher, da wo, wenn ihr Wildkräuter aufmacht, könnt ihr Bilder anschauen und ausprobiert. Man kann Kurse besuchen für die, wer überhaupt nicht sich mit Kräuter auskennt. Es ist alles machbar. Wille muss da sein. Was braucht dieser Körper noch? Komplette fokussieren Aufmerksamkeit von mir. Wer bin ich dann? Ich bin das Energie, ich bin der Geist, ich bin die Seele. Und das bedeutet, wenn ich nicht in diesem physischen Körper jeden Augenmoment bin, dann geschieht Chaos. Das ist dann keine Harmonie, das ist keine Erschaffung von dir, das ist einfach Störprogramm. Und darf das nicht sein. Wenn du schwerere Krankheiten hast, dreh einfach auf ganz neuen Platz. Dreh einfach alles weg und beschäftige dich nicht mehr mit der Krankheit. Das ist wegzurennen vom Problem, bedeutet Problem immer mitzuschleppen. Ihr müsst verstehen, ihr müsst neue Fokussierung halt bekommen. Wenn ich etwas will, dann sehe ich es, dann fühle ich es, dann bin ich jetzt schon diese Fokussierung. Das bedeutet meinen Körper, meine Gesundheit, meine Harmonie, mein Ansehen von der Welt. Ich bin schon seit mehreren Monaten, also auf jeden Fall über ein Jahr, ich schaue nichts, ich höre keine Alternativmedien, solche Mainstream-Medien sowieso nicht, das schon mehrere Jahre natürlich, letzte Mal, wenn ich angeschaut. Und wisst ihr, es ist so wunderschön. Das bin ich. Es ist so wichtig, sich reinzuhalten. Beim letzten Vertrag, ich habe versucht, euch beizubringen, wie toll seid ihr, wie wunderschön sind jeder von uns, wie einzigartig wir sind. Und das ist genau der Standpunkt. Jeder von uns ist einzigartig. Wir sind unvergleichbar. Wir sind sehr wichtig füreinander. Und ich bin jetzt letzte Zeit oft in Kroatien und mich fasziniert die Menschen, mit welcher Freude die begegnen Ausländer, also Urlauber, weil die wissen, die bringen denen auch etwas. Dann bei diesen Menschen können die existieren. Die haben nicht vergessen, dass ohne denen funktionieren die nicht. Aber wie oft vergessen es, dass ohne andere Menschen existiert das nicht. Aber es bedeutet nicht, dass ich Vorbild von mir haben sollte. Kann ich nicht. Es gibt keine Vorbilder für mich und für dich auch nicht. Es gibt rein um mich selbst. Jetzt.
Und das sollt ihr vielleicht in eurem Kopf fragen, stimmt das? Zum dem, was ihr alles gehört, gesehen habt. Geht das jetzt um dich oder um etwas anderes? Um was es geht bei euch? Könnt ihr mir sagen? Ah? Stille. Traut ihr euch nicht sagen, oder? Geht jetzt bei euch, also bei dir persönlich, um dich oder um etwas anderes? Wieso bist du hier? Aus welchem Grund? Was suchst du? Weißt du, dass du bist schon da, aber wie lange wirst du dich suchen und suchen und suchen und suchen? Kennt ihr das Spiel für die Kinder, wenn die im Versteck spielen? Ja? Die machen so und sagen, ich bin nicht da. Mir scheint auch Erwachsene meistens so machen. Die machen einfach so Augen und sagen, ich bin nicht da. Denke, wo bist du denn? Wann endlich tust du deine Hand von dir und akzeptierst das, bist du schon da. Ihr verliert den Augenblick. Genießt ihr euch. Genießt ihr das Leben. Das ist so wunderschön. Wann kommt der richtige Moment? Ihr wisst, es gibt keinen Zeit und Raum. Es ist alles Quatsch und Illusion. Wenn ihr denkt, ah, irgendwann, oder ich kann die Welt retten, oder ich kann die andere helfen. Es gibt Moment und es gibt du. Punkt. Das existiert. Alles andere, es ist deine Illusion. 100%. Ihr kommt irgendwann zu dieser Erkenntnis und sieht das. Irgendwann kommt das. Und jetzt Frage, was ist mit der Heilung? Diejenige, wer kennt mich längere Zeit, der weiß ganz genau, ich komme immer unvorbereitet. Ihr seht nie irgendwelche Vorlage von mir, weil die gibt es nicht. Ich kann das nie wiederholen, was ich sage. Es kommt. Es kommt das, was es kommen jetzt sollte zu euch. Und es auch sehr gut tun für mich. Aber diese Information wahrscheinlich sehr wichtig für uns alle. Heilung, es ist ein magischer Moment, welcher geschieht jetzt. Und die ist da. Bist du immer geheilt. In diesem Moment bist du geheilt von allem, wenn du selbst bist. Hat jemand im Saal, wer spontane Heilung erlebt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Könnt ihr irgendwie für andere Menschen beschreiben, diesen Moment? Was war da? Wie könnte das passieren, dass längere Zeit etwas schiefgelaufen und dann plötzlich veränderte sich alles? Was war da? Könnt ihr lauter sprechen? Was? Die Wille war da, die positive Absicht war da. Der Zweifel war nicht da, dass es heil funktioniert könnte, ja. Und da ist noch etwas, was passiert beim der spontanen Heilung. Weißt du, was da passiert? Bei meistens Menschen, welche das erleben, die sind so zerstört, so in ein Loch kommen, dass einfach nirgendwo mehr geht nach unten, stimmt? Da war so eine Tiefe, da wo könntest du nur so mit den Beinen Kraft nehmen, weil es hat noch von oben gedrückt. Und dann könntest du noch einen Sprung nach oben machen. Und da warst du in diesem Augenblick bestimmt,
100% bei dir und hast gesagt, Schluss, ich gehe meinen Weg jetzt. Ich will jetzt leben. Ich will einfach das erleben, was mir Freude macht. Und dann plötzlich hast du Informationen richtig, hast du Motivation, alles machen. Und dann geschieht vieles, vieles, vieles und annimm das. Wieso ich weiß das? Weil ich auch das erlebt habe. Ich weiß, wie wichtig ist das, erst sich Niederlage zu fühlen und dann wieder nach Oberfläche zu kommen. Und Heilung, es bedeutet wirklich 100% sich anzunehmen, 100% sich lieben, 100% bei sich bleiben. Was kann ich noch dazu sagen? Ehrlich gesagt, nicht viel, weil ich denke, einfache Dinge sind einfache Dinge und Wahrheit ist immer einfach. Man kann hin und her Wasser fließen lassen und reden und reden und reden und verkaufen ganz gut, schön verpacken. Aber nicht einfacher wäre gesagt, getan. Ich habe so ein schönes Beispiel gehört. Wenn ein Mensch motiviert ist oder eine Gruppe von den Menschen motiviert und treffen sich und besprechen etwas in einem Restaurant und die andere Gruppe einfach nicht motiviert, welche schimpfen und quatschen über andere Themen. Was passiert mit den Gruppen? Die, welche nicht motiviert, die bleiben sitzen und sprechen und schimpfen und suchen und bla bla bla. Und die anderen, die bleiben keine Minute weiter zu sitzen. Die gehen und unternehmen, die handeln, die tun es. Und jetzt, was ich einfach sagen möchte, tut es einfach. Ja, ich bin fertig mit meinem Vortrag. Ich weiß nicht, wie viel wir Zeit haben. Ich habe kein Gefühl von der Zeit. Aber gehen wir davon aus, dass wir noch ein bisschen haben. Kann mir jemand helfen? Wie viel ungefähr? Oh, halbe Stunde, bin ich schnell. Mein Mann sagt immer, wenn ich spreche, dann kann ich so lange sprechen. Die wird jetzt ein Wunder erleben. Seht ihr, er ist nicht da. Schade. Okay, dann machen wir es so. Was würde euch jetzt sehr interessieren, über die Heilung, vielleicht physische Körper zu hören? Dann kann ich euch ein paar Tipps geben. Ja? Weil ich eigentlich sehr gut in diesem Bereich bin. Ich kann euch einfach unterstützen. Mikrofon ist nicht an. Na, nicht meins, im Saal. 3 Sekunden halten. Geht nicht. Okay. Dann, ich glaube, es kommt etwas mit dem Thema Hautprobleme, ja? Es kommt etwas mit der Haut, etwas nicht stimmt, ja? Lass mal, jetzt geht's. Es geht. Aha. Wollt ihr das? Okay. Ich habe letztes Mal etwas gezeigt, wie man richtig sich fühlen kann. 100%. Also, das machen wir jetzt. Das glaube ich ganz gut. Nehmt ihr bitte Brille ab, sitzt euch bitte gerade und solche Position machen wir nichts. Einfach gerade, ja? Nicht überkreuzte Beine, weil es Energie fließt. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt unterschiedliche Spiralen in uns, welche Verwirbelung erzeugen. Und wenn du arbeitest mit dir, es wird stärker. Und wenn du störst es, das fließt nicht richtig und hat einen Nebeneffekt. Okay? Gut. Schließt eure Augen. Fokussiert euch auf euch selbst. Geht mit voller Konzentration nach innen.
und atmet. Atmet in sich hinein und fühlt ihr dabei den ganzen Körper. Und dabei entspannt ihr euch. Fühlt ihr und entspannt ihr. Wenn du entspannt bist, das ist so heilend. Das ist wichtig, dass du ganze Zeit entspannt bist und bleibst immer locker. Entspann dich jetzt. Und jetzt in diesem Augenblick, wenn wir bei dir atmen, atmest du folgendes Maße. Du atmest ein und sagst dir innerlich, ich bin nicht das physische Körper. Beim Ausatmen auch nicht den Verstand. Und beim Atem anhalten, wirst du etwas wahrnehmen, fühlen, dass du bist. Okay? Und ich führe euch. Einatmen. Ich bin nicht dieser physische Körper, auch nicht den Verstand. Nimm wahr. Atem anhalten. Nimm wahr dich. Das ist etwas ganz fein. Wieder einatmen. Ich bin nicht dieser physische Körper. Ausatmen. Auch nicht dieses Verstand. Ich bin diese Essenz. Ich bin hier. Da. Wahrnehmen. Wieder einatmen. Ich bin nicht dieser physische Körper. Ausatmen. Auch nicht dieses Verstand. Ich bin hier Präsenz. Ich bin. Und dann fühle, wie groß bist du auch. Außerhalb von deinem physischen Körper ist so Präsenz zu fühlen. Es ist etwas Feines. Es fühlt sich. Wieder einatmen. Ich bin nicht dieser physische Körper, auch nicht dieser Verstand. Ich bin hier. Und jetzt atme selber in dein Tempo für dich. Und jetzt mach deine Augen auf und das Gleiche spür jetzt bewusst. Einfach volle Verantwortung spür. Dieser physische Körper, das ist eine dichte Energie, erschaffen von dir selbst. Es bedeutet, dass es wie Knetmasse lässt sich umformen durch meine fokussierende Aufmerksamkeit in jedem Augenblick. Ich kann jedes Organ nachwachsen lassen. Ich kann jedes Organ verändern. Ich kann alles erneuern, so wie ich es haben möchte. Es bedeutet, der Alterungsprozess, das sind einfach schlechte Vorbilder in deinen Familien gewesen. Du kannst immer, du, jung, wunderschön bleiben. Und wenn du rückwirkende Prozess haben möchte, dann tu das auch. Ich garantiere, wenn du 2 Jahre 100% volle fokussierende Konzentration bei dir bringst, wirst du 20 Jahre jünger aussehen. Es ist gigantische Auswirkungen. Mach das, wofür ich gesagt habe. Es vielleicht eine oder die andere nicht richtig wahrnehmen kann, über was ich spreche, aber es kommt irgendwann. Er wird so weit sein, wann es diese so richtig Umschalter sagt, ja, das ist eigentlich einfach gewesen, wieso früh habe ich das nicht probiert. Okay?
Gut, und es ist schön, wieder selbst zu fühlen, ja? So einfach, so leicht. Keine Probleme, keine Sorge, keine Verpflichtungen. Halleluja, ja? Und das Wichtigste ist noch dabei, in diesem Augenblick, hat sich jemand schlecht gefühlt? Nein. So einfach ist das. Wann fühlen Sie sich Menschen schlecht? Wann die im Kopf gehen? Wenn die bei Gedanken sind. Sobald ihr euren Verstand ausschaltet, alle Schmerzen gehen raus. Weißt du, dass der Schmerzkörper, es ist selbst erschaffte Subjekt, Objekt von uns selbst. Wir können diesen Schmerzkörper komplett aus dem Kraft setzen, dem Schmerz nicht die Aufmerksamkeit geben. Ich kann Beispiel Schmerzen sofort ausschalten, weil ich es weiß. Und ihr braucht noch dieses vielleicht Vertrauen, wer ihr seid. Dann könnt ihr das und viel, viel mehr. Versteht ihr? Diese Krankheit vielleicht, was du da hast, oder Beschwerde, oder das, was dich stört, was ist das? Das ist genau die Ablenkung von dir selbst. Wann hast du das letzte Mal dich so umgearmt und hast gesagt, Mai, du bist so toll, du bist so wunderschön, lass dich so streichen, lass dich umarmen. Mai, ich bin bereit, dich überall zu küssen, mein lieber Körper. Wann hast du das letzte Mal gesagt? Wann hast du das getan? Ganz selten, stimmt? Wann hast du dich richtig gelobt? Und das machen wir jetzt. Wir loben uns. Wir streicheln uns. Wir haben keine Angst, wenn jemand so komisch auf uns anschaut, wenn wir gehen und dann beginnen uns streicheln. Das ist für uns. Nicht für ihn. Oder für sie. Ist egal. Volle Konzentration bei uns. Gut, und jetzt bin ich bereit für eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Ja? Haben wir Mikrofon im Saal? Nein, ja? Danke dir. Okay, kann jemand mir helfen? Danke dir. Da war hinter dir jemand, ja? Ich muss ja. So Hand halten, ich sehe okay. Nicht sonst. Hallo? Okay. Ja, also ich bin 17 Jahre alt und ich habe seit meiner Geburt Neurodermitis, und also eine Hautkrankheit. Und früher, als ich klein war, war das immer nur an den Armen und Händen. Und jetzt seit, sagen wir mal, 4 oder 5 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, 2019 meine ich, hat sich das angefangen im Gesicht und am Hals sehr stark auszubreiten. Und seitdem ist das eine ziemliche Qual für mich. Und ich würde halt einfach gerne wissen, was du mir vielleicht sagen könntest, weil besonders wenn dann dieser starke Juckreiz aufkommt, dann ist es natürlich so, ich will das eigentlich nicht. Ich will mich nicht selber zerstören, indem ich mich aufkratze. Aber der Kampf in mir selber, der ist einfach so heftig und es ist so schwer, dagegen zu gewinnen. Also zu sagen, ich möchte nicht kratzen. Und das ist, ja, okay. Es ist schwer. Behalte bitte das Mikrofon. Eine Frage an dich. Was willst du? Ich möchte eine normale Haut haben, so wie jeder andere auch. Ich möchte nachts schlafen können, ohne zwischendurch wach zu werden und zu merken, ich habe mir gerade wieder alles aufgekratzt, ohne das bewusst mitzubekommen. Okay, wie stellst du dir das vor? Was willst du wirklich haben bei deinem Körper? Nicht so wie alle anderen, du kennst die anderen nicht ganz gut, du kennst vielleicht dich nicht so richtig noch. Was willst du haben? Ich möchte morgens wieder aufstehen können, so wie ich es auch früher konnte, und merken können, meine Haut im Gesicht fühlt sich ganz
weich und schön und normal an und nicht, als wenn ich irgendwie, und nicht total ausgetrocknet und schmerzhaft, sondern einfach angenehm. Okay, das ist das Hauptproblem. Es ist meistens Menschen, welche haben mit sich Probleme, mit selbst sich anzunehmen, wie sie sind. Und schon alleine vor der Geburt, wenn die es ist schon als Kind bekommen, kleines Baby kommen auf die Welt mit Neurodermitis oder Psoriasis, das ist die Problem, die Psychoproblem, das ist emotionale Drama. Und da ist wirklich sehr wichtig, das, was ich über ich heute gesprochen habe, komplex sich fragen, was will ich, was ich bin bereit zu machen und den Weg vollgehen. Es bedeutet, mit der Ernährung anfangen, mit dem Körperreinigung anfangen, mit dem Beruflichen anschauen, was du beruflich magst, ob du das gerne magst, mit dem Familiären anschauen, ob du in Familie alles aufgeklärt hast und richtig mit deiner Familie im Einklang bist. Wenn du da aufräumst und vom erst bei sich aufräumst, klar dir, dass du bereit bist, geht das von alleine weg. Es gibt natürlich Birkentier, Joghurt. Wenn du anschmierst, in einem gewissen Zeitraum von 30 bis 60 Tagen ist das weg. Aber es kommt wieder, wenn du nicht global arbeitest. Es ist auch Lebergeschichte. Wenn man zum Beispiel anschaut, es gibt viele Leberprobleme. Und Leber deutet auch auf die Haut. Und Darmprobleme, quasi Symptomatik sieht man auch bei der Haut. Und da, wenn du beim ganzheitlichen Reinigung dabei bist, beim guten Umstellen auf gute Ernährung, und ich meine Ernährung umstellen, das bedeutet, was bringt mir diese Ernährung? Bringt mir Energie, bringt mir strukturiertes Wasser, Mineralien, dann das richtige Ernährung. Da könnt ihr mehr dann sich danach informieren, ja? Weil es ist ein riesiges Thema mit der Ernährung und ganzheitliche Reinigung. Aber das rein jetzt auf schnell zu sagen, das ist psychosomatische Problem. Okay. Was du machen jetzt kannst, geh mal bei sich, frag, ob du bist 100% zum Veränderung bereit und dann tu es. Okay, danke schön. Gerne. Wollt ihr noch etwas wissen? Da ist eine Hand hinten. Schau hier. Hallo, ich bin Svetlana. Und zwar, ich habe Probleme mit meinem Zahn, der immer wieder kommt. Die Probleme kommen immer wieder. Und vor einem Monat hatte ich wieder heftige Schmerzen. War ich zum Arzt und da hing das Antibiotika und Wurzeldingsbehandlung und das wollte ich alles nicht. Ich habe gedacht, okay, ich versuche das selber. Die Schmerzen sind weg, habe alleine hinbekommen. Meine Frage ist, also dieser Zahn ist tot. Ich habe das Bedürfnis, das rausziehen zu lassen. Schaffe ich das alleine oder sollte ich zum Arzt gehen und diesen Zahn, diesen toten Zahn wegzunehmen, der immer wieder mir irgendwelche Probleme macht? Was würdest du sagen? Oh, das weiß ich nicht, ob du das schaffst. Das musst du schon wissen, ob du das schaffst. Ja, ein Gefühl sagt... Das ist so eine Frage. Schaffe ich es, dann Zweifel ist so groß. Natürlich schaffst du nicht. Ja, eben. Das ist dann, mein Zweifel ist ja da. Kann ich meinen toten Zahn selber heilen? Mein Kopf sagt mir nein. Zieh raus. Dann mach das. Okay. Alles klar, danke. Wegen dieser ganzen Geschichte Schmerzen, Organverlust und. Zähnebeispiele wachsen mehrmals, genau wie jeder Organ. Wir wissen, dass in Russland gibt es notariell bestätigte Fälle, da wo die Menschen waren wirklich untersucht, bei denen waren Organe nachgewachsen. Es ist nichts Neues. Ihr könnt das, aber jeder muss erst selbst so weit sein. Das ist das. Viele schreiben, kann ich Zahn nachwachsen lassen? Wenn du mich fragst, kann ich, dann kannst du nicht. Du musst es wissen, dass du das kannst. Versteht ihr? Wenn ich jetzt versuche, mit euch arbeiten, suggestieren, dann arbeitet ihr mit eurem Kopf, aber nicht mit Innerem. Und das ist Unterschied.
Meistens Menschen arbeiten, bleiben immer in Verstandsstrukturen, aber gehen nicht im Gefühl. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt, da wo wir sollen anfangen, glauben. Glauben an dem, wer bin ich und was ich kann. Und das ist unterschiedlich. Raus aus dem Verstand, raus aus dem Gedanke, rein in die volle Vertrauen. Selbst wenn es klingt total verrückt für alle anderen. Glaubt ihr, ich habe viele Sachen vor viele Jahren meinem Mann erzählt und der hat gedacht, naja, dir wird jemand schon helfen. Und irgendwann später ist das in Kraft gekommen und jemand gesprochen und dann nächste. Es kam dann. Manche Sachen klingen total verrückt jetzt, aber später erscheinen sie selbstverständlich. Und deswegen, wenn es dein Weg ist, vertraue deine Emotionen, also dein Gefühl, dein richtiges Gefühl und geh diesen Weg. Zweifel nicht daran. Der Zweifel, das ist der Verstand. Der versucht euch die Kraft zu ziehen und sagen, geh mal noch zu einem Vortrag, geh mal zum Heiler, besuche da und ich bewege mich jetzt in alternative so Beispiele. Andere Menschen rennen zum Arzt, zum was weiß ich, noch jemandem und holen dir Ratschläge, holen dir Hilfe. Wer kann dir helfen? Niemand. Wirklich. Es können euch niemand helfen, es wirklich. Du selbst kannst dir. Und wenn du jetzt beginnst, dir zu vertrauen, an sich selbst zu glauben, weißt du, wie du stehst dann? Dir ist absolut wurscht alles. Ich messe immer bei mir so ungefähr, versteht ihr? Deswegen ist es so leicht, manche Sachen auszusprechen, weil es wirklich so ist. Ist mir so wichtig, was da morgen etwas auf der Welt passiert. Ich interessiere mich nicht. Ich habe ein Interview vor kurzem so Ausschnitt, zwei Wörter gesehen. Diesmal mache ich nicht mit, beim nächsten Mal vielleicht. Oder so bin ich. Ich habe gelacht, weil ich habe gedacht, genau das ist anstellend. Wieso soll ich da mitmachen? Ganz einfach. Ich mache mit mir mit. Den Rest, das ist genau das, wo ihr wird gesteuert. Interessiert dich. Geh lernen. Dann informier dich. Hauptsache, du wirst abgelehnt, du wirst gelähmt, du wirst gezogen, du wirst einfach irgendwie so ungefähr in die Gruppe reingebracht, in die Gesellschaft oder Verein oder Königreich, ja, weil ich da bist du nicht du. Da bist du nur ein Spieler. Es geht darum, dass wir waren ganze Zeit getäuscht. Und das machen die raffiniert, super. Und ich meine das auch mit Mainstream-Medien und mit Alternativmedien. Habt ihr jetzt nicht mitbekommen so ein Gefühl, dass jeder pappelt und pappelt und pappelt und es ist so viel und mein Gott, und erst machen die Prognose und dann kommen die nicht diese Prognose zum Erscheinen, dann drehen die ein bisschen um und sagen, vielleicht passiert das später. Aber im Grunde genommen, es ist verlorene Zeit, es ist verlorene Energie und verlorene Handlung von mir in diesem Moment. In diesem Moment, da wo ich da das zum Hören bekommen oder zum Sehen bekommen, habe ich verpasst das wichtigste Moment, wie die Blüte aufgeht und das erfüllt meine Seele und dabei male ich vielleicht und ich kann so volle Seele lachen. Ist das doch viel wertvoller, als was sie irgendwelche wiederum Informationen vom super tolle Ernährungsberater zu hören, was ist heute ist gut, dass es morgen vielleicht ist, nicht gut wird für dich sein, oder? Wie viele Ernährungsberater haben wir? Unglaublich, ja? Und jeder spricht über unterschiedliche Sachen.
die sind sich selbst nicht geeinigt, was ist da Gutes, was ist da nicht Gutes ist für uns. Katastrophe, ja? Wer weiß, was in diesem Augenblick für dich ganz gut ist? Du selbst. Geh in die Natur und ernähr dich. Ihr kennt bestimmt Bücher Anastasia Wladimir Migre. Kennt ihr, wie Anastasia damals, naja, Wladimir hat sich ernährt, ist klar, aber was Anastasia getan, was hat sie gegessen? Die hat keine richtige Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet für die Nahrung. Die hat da gezupft, da etwas gelutscht, da gegessen und das war's dann schon. Und ich bestätige das, wenn ich durch das Wald gehe, da wächst alles pracht, kostenlos, ohne meine Arbeit. Ich habe immer über Familienlandsitze nachgedacht, also auch viele angeschaut und selber Garten habe. Aber ich habe gedacht, Mai, wozu? Im Wald ist alles schon so vollkommen und ohne meine Arbeit. Und ich kann nie in meinen Garten schaffen und diese Himbeeren so hinkriegen, wie die im Wald sind, mit dieser Qualität. Stimmt? Das ist unvergleichbar. Und das ist das, was wir brauchen. Einfach Natürlichkeit, einfache Sache. Nicht sich Kopf zerbrechen, wie viel davor brauche, ob das jetzt gut für mich, was da Inhaltsstoffe, gibt da wissenschaftliche Studien darüber? Mei! Was ist das? Verstand. Sie sagt, hast du das gewaschen, bevor du das isst? Nein. Uiuiui. Bandwurm kommt. Ja? Und frisst dich von innen. Uiuiui. Übrigens, das gibt es alles nicht in Russland. Wir sind im Dreck gewachsen und ich stehe immer noch da. Eigentlich geht es mir ganz gut. Dann etwas war, weißt du, ich komme so, ob ich aus Mittelalter komme und komme in so einen geschonten Ort, da wo alles so richtig gepflegt und sauber ist. Aber in Wirklichkeit, ich bin die Einzige im Wald, wer Beeren sammelt. Ich habe keine Konkurrenz in meiner Region. Ich kann Beeren essen, Kräuter sammeln ohne Ende. Also macht ihr mir Konkurrenz bitte im Wald. Ich will euch das sehen. Und ihr würdet glauben, intuitiv würdet ihr so vorbeigehen und dann irgendwelche Kräuter schaut. Nehmt ihr die mit, wenn ihr euch nicht auskennt, nehmt ihr mit nach Hause. Schaut ihr dann im Internet oder im Buch, was ist das? Es ist für euch wichtig. Wenn du Aufmerksamkeit bekommen hast, in diesem Moment kann diese Kraut für dich ein Wunder bewirken. Und wenig davor. Ich meine nicht, brauchst du nicht dann halbe Auto sammeln und für schlechte Zeiten, ja, was viele tun. Wenig davor. Übermorgen brauchst du andere vielleicht. Dann ärgerst du mit Nachbarn und dann geht es dann Wermut dazu. Gibst Wermut. Ja, und ich glaube, es gibt sehr vieles auf der Welt, was wir noch wieder erinnern würden. Einfache Sachen. Und es viel Freude bereitet das, wieder wie ein Kind zu sein. Und das würdet ihr auch machen können, wenn ihr bei euch seid. Dann ist wirklich alles wurscht. Dann ist alles egal. Ja. So. Meine Zeit ist aus, ja. da ist 3 Minuten. Da war es schwarz. Danke. Ich danke dir für die Unterstützung, für die Mikrohaltung. Danke. Was ich zum Abschied euch sagen möchte, wie du gibst einmal auf dir. Ganzen Universum. Weißt du, wie toll bist du? Wie großartig bist du? Und ich glaube, du hast verdient, dass du endlich jetzt dein Leben dich selbst lebst. Tu es.
tu es wirklich jetzt einfach so. Und glaub mir, es gibt keinen Fehler. Es gibt nicht das, was du bereust willst. Es ist einfach, wird grandios, wenn du im einfachen Diener sich wieder spürst, wieder siehst, wieder erkennst. Ich danke euch von ganzem Herzen.